Kern der Heimat. Das ist auch mein Kollege Axel Gackstetter heute. Unseren Ulmer hat heute nach Freiburg verschlagen. Er hat gehört, dass in Freiburg dieser Tage jede Menge los ist und da war er nicht mehr zu halten. Clowns, Sänger, Schauspieler, Tänzer, Artisten, Kabarettisten, alles was es so an Künstlern gibt, tummelt sich im Moment in Freiburg auf der Kulturbörse. Und auf so einer Börse, da geht es auch um Auftritte, Termine, Kontakte. Alles klar machen für die Karriere sozusagen. Die Börse als Sprungbrett. 180 Künstler, 350 Aussteller und nur ein paar Minuten Zeit für Axel Gackstetter. Axel, willst du die uns wirklich alle präsentieren jetzt? Ja, würde ich gerne machen, vorausgesetzt, ihr gebt mir Sendezeit bis etwa 0.58 Uhr. Dann könnte ich nämlich alle vier Hallen vorstellen. Da geht es nämlich nonstop bis tief in die Nacht, gleichzeitig Bands und Artisten. Aber ich habe mich ganz bewusst entschieden für das Foyer. Das sind die Straßenkünstler, wie zum Beispiel Bouldegom aus Marseille. Und dieser Herr hier, das ist Scotty, der Eismann. Scotty kommt eigentlich aus Bottrop. Er ist gelernter Bierbrauer, Musiker, Künstler und Kabarettist. So erfolgreich, dass er das Bier mittlerweile nur noch trinkt und nicht mehr brauen muss. Ja. Scotty, ein Applaus für Scotty. Scotty, brillant. Er heißt übrigens Christoph Kott im normalen Namen, im normalen Leben, aber der eigentliche Star ist doch eigentlich Dagmar. Dagmar, wie es auf Ruhrpottdeutsch heißt, Dagmar, oder? Dagmar, Dagmar. Ja, die Liebe zu Dagmar. Sie war so ganz klein. Sie war so empfindsam. Das gibt's ja manchmal, ja? Ja, sie hatte so ganz süße Knöpfchen. Ach, auch noch. Und sie lag in einem Samtbett. Wie Dornröschen im Zauberschlaf. Jetzt müssen Sie die Katze aus dem Sack lassen. Hier ist meine Dagmar. Seine Dagmar. Als Sie die kennengelernt haben, ging es mit der Karriere aufwärts, oder? Die Trompete und Sie. Sie sind eigentlich tatsächlich gelernter Eisverkäufer. Nach dem Bierbrauer lebte er als Eisverkäufer. Finanzierte damit sein Studium an der Jazz-AK. Aber dann die Kombination Eis und Trompete. Das war's, oder? Das war's. Und ich habe das am Anfang auch gar nicht verstanden. Ich habe das einfach erstmal ausprobiert und das brummte wie die Pest sofort, weil einfach wahrscheinlich sehr viele positive Aspekte sind. Eis, Trompete, Sommer, Sonne. Vielleicht was Negatives wäre vielleicht Karies oder so. Aber ansonsten ist das alles nur positiv. Vielen Dank. Nachher darf ich probieren. Für 1000 Euro können Sie den Mann übrigens buchen am Abend. Hier, wie zum Beispiel die Angst. Scotty, wie sieht's aus? Bitte Angst und bitte Eis. Ich habe Angst. Vielleicht helfen Sie mir aus der Geschichte wieder raus. Eis für die Figuren von Bouldegom aus Marseille. Ich möchte bitte Vanille, aber entscheidend ist, was die Figuren wollen. Frau Königer, darf ich Sie einladen? Ja. So, wir haben normalerweise Schoko, Vanille, Mokka, Stracciatella, Nuss, Haugo, dann haben wir Schlumpf, Cola. Aber heute haben wir nur Schoko, Vanille, Stracciatella, Nuss, Zitrone und Erdbeere. Das muss sein. Dann nehme ich das letzte doch. Zitrone und Erdbeere. Also ich habe gedacht, ich kriege tatsächlich was, aber er ist auch einfach ein Mann des Mundwerks, deswegen darf man nicht probieren. Oder doch, komm, jetzt gehe ich einfach mal mit dem Finger rein, das ist für mich. Hilfe. Leute, wisst, viele Grüße zurück von der Künstlerbörse, von der besten Eisdiele der Welt. Und die Figuren scheinen tatsächlich zahm zu sein. Scheint ihm zu schmecken. Ja, morgen wieder mit Eis. Axel kann nicht genug davon kriegen, allerdings nicht zum Lutschen. Axel schlittert durch die Premiere.